ist die Wahrheit aus vielen Ebenen, ne? Ja. Und du kannst nicht eins mit dem anderen vergleichen. Und trotzdem gehört es alles zusammen. Mhm. Hallo! 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 Namaste! Namaste. Hallo. Hallo, liebe Sakarika! Schön! Hallo! Sehen alle so schön aus! So schön! Ja! Ja. Ah, hallo! Sind das meine Augen oder sind wirklich alle schön? Sind alle schön. Ja, schön, dass du auch mit uns bist, mit diesem Thema. Ja. Eine Brücke bildest. Ja. Die Intuition, die Brücke zu deinem Selbst. Ja. Kam aus deiner Intuition, vermute ich mal. Aus meiner Intuition. Oder aus der, was auch immer. Ja. Was auch immer, okay. Ja. Was will da heute gesagt werden zur Intuition? Stille. Intuition, die Brücke zu deinem Selbst, die Brücke. Das Wort Selbst und Intuition weist darauf hin, innen. Es ist ja in dir. Du wirst es nicht außen finden. Aber ich vermute, das wissen die meisten. Die meisten, die mit dem Begriff Intuition was anfangen können, haben das bis erlebt. Man kann nicht über Intuition sprechen, man kann es nicht erklären. Sie entzieht sich dem Verstand, der Logik. Ja. Es ist ein Geschenk für uns. Ja, vielleicht so. Ein Geschenk, das wir nutzen dürfen. Ja. Für mich ist Intuition die Brücke gewesen. Die Brücke zu mir selbst, zu dem Selbst, nach Hause. Die meisten Menschen erleben das in ihrem Leben, dass etwas Unerklärbares, eine Art Kraft, ihnen sagt, wo es lang geht. Oder ihnen sagt, da, diese Entscheidung, jetzt. Ja, ja du nickst, Dad, ja. Und es ist die Frage, gehst du dafür? Was steckt dahinter? Ja, was steckt wirklich dahinter? Und du kannst lange drüber nachdenken und überlegen. Du wirst es niemals erfahren, wenn du nicht gehst, wenn du diese Schritte nicht machst, wenn du diese Brücke nicht gehst. Ja? Und mit diesen Schritten ist natürlich Angst verbunden. Wir wissen nicht. Es ist ein Schritt in das unbekannte Land. Da ist der Begriff Sicherheit, kannst du wegwerfen. Das existiert dort nicht. Und dennoch fühlen wir uns hingezogen. Dennoch ist da etwas, was uns sagt, komm, komm, ich habe da was Wertvolles für dich. Schau, ja. Und das ist eine Gnade, wenn wir so viel Mut haben und gehen. Wenn wir diese Schritte gehen, ja. Ich
weiß nicht, was in meinem Leben dazu geführt hat, dass ich diese Schritte gegangen bin. Dass dieser Mut da war, weil dieser Mut muss ja auch da sein. Ja, wir bekommen von der Gesellschaft so viele Prägungen, so viele Vorstellungen, wie wir sein müssen, dass wir gar nicht mehr natürlich sind, dass wir gar nicht mehr mit dieser Intuition gehen können. Und es ist echt eine Gnade, wenn das geschieht, dass du gehen kannst. Ja. Ja. Der Punkt ist, wenn sowas kommt, etwas Intuitives, dann ist sofort auch der Verstand da. Der Verstand, der sagt, ups, Vorsicht, warte, es könnte nach hinten losgehen, ja? Und dann bleiben wir stecken. Und damit schneiden wir uns wieder ab. Wir schneiden uns von dieser Lebendigkeit ab. Ja, und wir bleiben in diesem Hamsterrad immer drin. Wir spüren, ja, da ist diese Lebendigkeit, aber wir sind immer noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Weil sofort dieser Verstand da ist. Das, was wir gelernt haben, das, was uns von Anfang an, von der Kindheit an erzählt worden ist, das steckt ganz tief in uns drin, in den ganzen Zellen, das uns bremst. Und natürlich kommt auch Angst und die Menschen erstarren, wenn sie von Intuition sprechen, ja, wenn es wirklich darum geht, intuitive Schritte zu machen. Also was können wir machen? Wenn ich sage, sei einfach mutig, das ist... Ja, und doch sage ich, ich wünsche dir, wenn diese Kraft kommt, dieser Ruf kommt, dass du dich dem öffnest und vertraust und sagst, ja, ich gehe das. Ich will das jetzt herausfinden. Ja, das wünsche ich jedem. Was dann kommt. Ist eine Überflutung von Glückseligkeit, sage ich jetzt dazu, von Lebendigkeit, ja, diese Lebendigkeit hast du vorher nie erfahren, wenn du in diesem Programm steckst, du führst ein totes Leben, vielleicht kann man das so sagen, wenn du ständig in diesen Mustern bist, ja, und die Lebendigkeit ist, die Intuition ist uns gegeben worden, damit wir herausfinden, wer wir wirklich sind, damit wir wirklich leben, damit wir frei sind. Frei nicht nach einer Vorstellung, die wir haben, frei zu sein, sondern die Freiheit in dieser Welt erleben, mit dieser Welt. Ja. Herausfinden, wer wir wirklich sind. Die wahre Natur, die Natürlichkeit entdecken, wiederentdecken. Wieder sehen, wieder leben. Ja. Ja, die Intuition, die Brücke. Also geht es einfach darum, diese Brücke zu gehen und wenn du das wirklich willst und nicht den Mut dazu hast, aber wirklich dieser Wunsch da ist, dieses Wollen, diese lange Sehnsucht, dann wird dir Mut gegeben, dann werden dir Menschen begegnen in deinem Leben, die dich begleiten, die dich führen, dir gewisses Vertrauen schenken. Oder du spürst dieses Vertrauen in ihnen. Und wenn du mit ihnen bist, dann wächst diese Offenheit in dir. Dann bist du bereit,
mehr Risiko einzugehen, dann bist du bereit, dieses Ego, dieses Ich, dieses Programm für einen Moment loszulassen und zu schauen, was da ist, was hier ist. Das ist, ich bin dankbar, dass mir das alles begegnet ist in meinem Leben, in diesem Leben. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass natürlich ist das Samapan gewesen, der zum Schluss mich wirklich geführt hat. Aber davor ganz viele Situationen und Menschen, die mich genauso geführt haben, von denen ich lernen durfte, erfahren durfte, fühlen durfte. Ja, alles, was dir begegnet, es ist dir ein Guru. Wenn du es nicht verwertest und alles nur siehst und lernst und schaust, dann kannst du mit der Zeit alles abhaken, was keine Substanz hat, was nicht lebendig ist. Und du weißt, okay, das ist es noch nicht. Und das ist es noch nicht. Und das ist es noch nicht. Was ist das, was ich suche? Ja, was ist das Lebendige? Was ist diese Sehnsucht? Wohin führt sie mich? Und die Intuition führt dich dahin. Du musst nur Ja sagen. Ja, nicht m-m, ich will nicht. Ja, sondern einfach, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, auch mit dieser Angst zu gehen, die kommt. Weil die ist natürlich, diese Angst. Die muss einfach da sein. Und die ist okay. Ja. Ja. Intuition, das Tor zu dir selbst, zu der Freiheit. Das alles. Im Moment. Schön, deine Weichheit, Sanftheit. So eine schöne. Das Tor zu deiner Freiheit, ne? Zur Freiheit. Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Akustisch. Das Tor, finde ich toll, weil ich gucke schon Definition. Ich habe auf Wikipedia. Das ist so in ein irgendetwas Komisches geschrieben. Und jetzt habe ich geschrieben, das Tor, Intuition, das Tor zu deiner Freiheit. Zu deiner Freiheit, genau. Zu dieser Freiheit. Du wirst irgendwann mal feststellen, dass das nicht deine ist, dass das die Freiheit, dass du Freiheit bist. Mhm. Aber darüber zu sprechen, nein, Moment nicht. Mhm. Und auf diese Sanftheit zurückzukommen. Es darf sanft sein, du musst nicht grob mit allen Mitteln dahin gehen. Nein, wenn du mit der Intuition gehst, bist du schon ein sehr einfühlsamer Mensch, weil du nimmst sie wahr. Viele Menschen rennen einfach in diesem Täglichen und merken die Intuition gar nicht. Ja. Das heißt, du bist schon so eingestimmt, dass du sehr viel fühlst, dass du sensitiv bist. Und die Sanftheit führt dich. Es darf sanft sein, es darf leicht sein. Es darf spielerisch sein. Es darf Freude machen, darf Spaß haben. Ja? Alles andere, was dann noch nicht gefühlt worden ist, kommt eh. Das heißt, geh da mit dem Weg, der Spaß macht, der die Freude macht. Geh, teste das, probier das aus. Ja? Du musst kein Ziel haben, einfach nur folge dem, was dich anzieht gerade. Und es muss nicht dieses spirituelle Ziel sein, ja, ich will jetzt aufwachen und ich muss das und das machen. Nein, geh damit, was im Moment für dich total anziehend ist. Und du findest es raus. So, du findest es heraus. Ja. Ja. Und das wird lebendig. Es wird sehr lebendig. Und es kann sein, dass, wenn du damit gehst, dir die Gesellschaft sagt: Wow, was machst du denn da? Wer bist du denn? Bist du verrückt?
Oft sind das unlogische Schritte, die du machst, die sind nicht erklärbar. Ich kann mich erinnern, ich bin damals, vor ein paar Jahren, habe ich jemanden kennengelernt auf einem Seminar. Und in diesem Seminar nach 3 Tagen wusste ich, ich gehe mit diesem Mann. Und dieser Mann wusste, ja, wir gehen jetzt. Und ich wusste gar nicht, und jetzt? Ich habe den Job gelassen. Ich habe die Familie zu Hause gelassen. Ich musste mit ihm gehen. Ich habe es nicht verstanden. Ich kann nicht sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Das war keine... Ja, kein so ein totales Verliebtsein, sondern einfach diese Kraft, die mich richtig auch gepusht hat. Und ich habe ja gesagt, okay, ich wusste nicht, wie lebst du dann in der Schweiz, was machst du? Und da war einfach dieses Nichtwissen. Und ich bin dafür gegangen und was in der Zeit geschah, war voller Geschenke, voller Wachstum, voller Einsichten. Man sagt manchmal, es begegnet dir jemand, der dein Erfüllungsgehilfe ist. Und ich kann sagen, ja, das war so. Und das, was in dieser Zeit geschah, war so intensiv. Ich durfte so viel sehen, so viel erkennen. Und ich kann nur dankbar dafür sein. Es geht nicht anders. Nur Dankbarkeit ist da, nur Liebe ist da, immer noch. Ja. Weil diese Liebe, diese Schritte, die haben mich dahin gebracht, zu erkennen, wer ich bin. Und in dieser Freiheit zu leben. Die Freiheit zu sein. Ja. Danke für deinen Mut, machend. Ja. Ah, ja, Mut, ganz wichtig. Und manchmal einfach mit zittrigen Knien gehen und dennoch gehen. Ja, das wünsche ich euch allen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke, danke, danke. Ja. Ja. Weiter mutmachende, fließende, weiche, sanfte Sendungen mit Sagarika im September auch. Eine Serie. Ah, genau. Alles Gute, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao. Ups. Ja, schön. Ein Schatz nach dem anderen wird hier, ein Geschenk nach dem anderen dürfen wir öffnen. Und wir mittendrin. Ja. In der großen Schatzkammer. Ja, wir machen unmittelbar gleich weiter, ne? Mhm. Mit einem Paar und einem wundervollen, inspirierenden, liebevollen, wow, schönen Paar. Das ist die Wala und der Karl Gamper. Und ihr Thema, was sie reingegeben haben, war Intuition in Neuland. Ich glaube, Karl ist... Müssen wir uns das mal annehmen? Achso, okay. Genau. Okay. Ja.